Talentsucher hat Jugendspiel entdeckt. Der Burki. Markus Jeterke. Ja. Gar nicht schlecht. 15 Jahre alt. 15 Jahre, keine Haar. Oh, aber der braucht Aufmerksamkeit. Oh, Ist aber Schnuller. verletzungsresistent. Das ist nicht schlecht. Und schwache Nerven. Das ist immer super für einen Keeper. Aber die Werte sind nicht schlecht. Ja, So das stimmt. Also für einen dem. 15-Jährigen. So. Ich glaube, nehmen können wir ihn auf jeden Fall mal. 47 für Gnabry? Ja, oder? Ist ja eh in der zweiten 47. Mannschaft. Das ist ja völlig wurscht. Den sehen wir eh nie. Ja. Wer ist gerade zu uns gekommen? Mensah, den haben wir auch noch nicht begrüßt. Wir sind echt. Oh, geht gar nicht. Tja, sorry, Mensah. Dann wirst du eben erst nach dem Spiel begrüßt. Können wir gleich mal da reinpacken. Den Jonathan. Jonathan. So. Ja, die anderen kommen ja erst später. Beziehungsweise wir könnten Gnabry mal in der zweiten Mal noch versuchen aufzustellen. Da ist die Frage, für wen? Ozan Kuzmanovic ist auf rechts. Gnabry. Der kann rechts wie links eigentlich, oder? Stadtenordel. Entweder das oder halt. Ja, er kann rechts schon besser. Um einiges. Er ist auch sein besserer Fuß. Sollen wir die eigentlich mal ein Freundschaftsspiel machen lassen, die zweite Mannschaft? Dass sie sich gleich mal an ihn gewöhnen? Wäre eine Option. Warte mal, dann ändere ich auch die Aufgaben. Vielleicht gibt es da den. Nee, Rat gibt immer noch. Vorziehen, Ziegler. Gegner, bitte. Den wollen wir loswerden. Bitte. Geh bitte. Da ist er zumindest mal auf Rang 5 gerutscht beim Elfmeterschießen gerade. Ja. Freistoß. Weißt du es auch? Da nicht. Okay. Ja, passt. Gut, und dann schauen wir mal, was da für ein Freundschaftsspiel möglich ist. Das kannst du da, genau. Free. Free. Memming! Die wollen unbedingt. Gegen TSV Rosenheim geht auch. Na, das ist. Ja, aber gegen die zweite Mannschaft ist es okay, finde ich. Gegen Stuttgart oder wie? A-Jugend? Können sie auch, das ist ja eh der beste Gegner. Ja. Ja, Ist ja machen wir schon das. traurig, dass unsere A-Jugend besser ist wie jeder Viertliga-Club. Traurig oder gut? Für unsere Jugend und für unseren Verein gut, würde ich mal sagen. Spricht für unsere Arbeit. Schon, ja. Auf die Schulter klopf. Ja, gegenseitig. Wireless. Ja. Subotić wechselt von Real zu Tottenham. Ja, ist auch logisch. Wie im Spiel im Vorfeld so eingestellt, ist der ja bei Real. Möchte Vertrag über mindestens 2 Jahre? Was? Wenn er in seiner letzten Saison mehr ist, dann ist sein Vertrag automatisch. Ja, das machen wir eh automatisch. Das muss man uns nicht extra sagen hier. Stammplatzgarantie, das ist schon eher eine andere Sache. Einige Male eher. Ja. Captain Ja, werden, na, auch Ibisevic, eher nicht. Ori. Eher mal nicht versprechen, sagen wir mal so. Torprämie können wir gerne über 1000 reden. Aber mehr hat kein Spieler von uns. 910 vielleicht. Das macht ihm nix, das ist ihm ganz egal. Dann nehmen wir die Gans raus. Ja, da kennen wir nix. Anteil am nächsten Verkauf ja gern 10%. Machen wir 30 Das draus. kostet die Welt. Posten an Karriereende finde ich gut. Ja. Wo? Du warst bei Vertragsverlängerung gar nicht so schlecht. Ah ja, Ja, genau. richtig. Jetzt sind wir schon bei sehr fair. Ja, dann können wir noch die Option für den Spieler raushauen. Wir wollen keine Option, oder? Für 2 Jahre. 2 Jahre und Und eine eine. automatische Verlängerung haben wir 3 Jahre. Der ist ja schon 33 oder 32. Abstieg, das haben wir auch noch raus. Oder? Brauchen wir eigentlich gar keine 32. Option. Dann haben wir einen 35 und dann Dann könnte geht er danach. über zu uns. Geht er vielleicht auch wirklich in Rente dann schon?
Ja, also zu uns in Fußballerisch seinen gesehen. Rentenvertrag. Ja. Fußballerisch gesehen natürlich. Boah, das sieht doch schon gehaltsmäßig gar nicht so schlecht aus. 1,8. Da kann man noch ein bisschen drücken vielleicht. Bei links haben wir auch. Ach so, dann ist er nicht gekommen. Das letzte Mal, als wir gedrückt haben, kam er nicht. Bei wem haben wir gedrückt? Oder? Bei Hunter da? Nee, da waren wir aber, waren wir da nicht noch bei. Außerdem ist es ja noch nicht sicher, dass er jetzt nicht kommt, oder? Irgendwo mal ziemlich runtergedrückt. Ich weiß es nicht mehr. War ja nur in der Aufnahme. Ja, eben, ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ist jetzt die Frage, ich möchte ihm auch nicht zu viel Grundgehalt geben, weil sonst sind die anderen vielleicht sauer, wenn der mehr kriegt, weil der abbauen wird und dann heißt es wieder, oh, warum kriegt er so viel? Ja, dann lieber am Anfang kurz Handgeld. Ja. Dann ist er aber auch da und dann ist gut. 1,5 und 1,6. Klingt gut. Wie gesagt, Ronaldinho drin zu haben, ist generell, glaube ich, nicht verkehrt. Oder magst du runtergehen noch? Nee. 1, Das steht 4. schon, Grundgehalt ist ein Witz. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. 1,5, 1,5. Ja. Und der Breitbänders. Ich glaube, Großinteressenten wird es vermutlich eh erstmal nicht geben, eigentlich. So. Huntelaar. Arsenal hat ein zumindest finanziell besseres Angebot. Das haben sie schon dreimal gemacht Ja. und er ist immer noch irgendwie bei uns im Gespräch. Allerdings könnte schon das vorhandene Angebot ausreichen. Ja, dann machen Ja, wir das doch dann mal so. genau. Er soll ruhig sehen, dass wir ja auch unseren Preis haben. Ja, und auch nicht bereit sind, alles zu tun. Rücknummer 13? Nee, 13 ist doof. Die 27 war doch bestimmt noch frei, oder die 22, oder? Und den können wir auch wieder auf der Presse kommen. Obwohl 66 Ja, gibt's die da. Werte sind aber gar nicht so mies eigentlich, oder? Ja, Bei hauen wir ihm. es raus. Indy ist über Neuverpflichtung verärgert. Na toll. Versteht euch bestimmt gut, ihr zwei. Und jetzt geht ihr in ein Kämmerchen gemeinsam. Kommt erst wieder raus, wenn ihr euch geeinigt habt. Wer überlebt? Genau. Ja, Genau. sollte man mit denen vielleicht auch bald mal das Gespräch suchen. So von wegen. What? Unfaire Geht aber Gehälter sind ziemlich wir. runter. Bei unfaire Gehälter waren wir vorher aber schon bei 5, oder? Ne, Galeano und Kakao sind mittlerweile auch schon mit drin. Das ist was Neues, leider. Ja, schön, der kommt gleich mal her und verhaut die Teamdynamik. Na toll. Frustration ist aber auch gestiegen. Niedermeyer war nicht drin, Escudero ist auch. Nur Kleinigkeiten. Was? Escudero beschwert sich, weil er im letzten Spiel nicht gespielt hat? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Also mit Martins soll, oder mit Indi sollte man definitiv sprechen. So, vertragt euch wieder oder irgend sowas. So, wir haben in dem Moment schon alles. Müssen wir uns mal merken. Ja. Galeano, den können wir auch gerade nichts sagen. Nee. Doch. Es, Herzlich willkommen. Will ja, ich sagen, bevor vertragt euch wieder, oder? vertragt euch wieder ist so ein blöder Einstieg, ja. Ja. Außerdem, von ihm geht's ja nicht aus. Ja. Von seinem Kollegen wunderbar aufgenommen. Ja! Ganz Fast. alle Kollegen? Nein, ein kleines Ein Gallisches. Ach kleines. nee, war wieder was anderes halt. Aber wir denken immer genau ans selbe. Ein kleiner galizischer Linksverteidiger. Nee. Wehrt sich noch. Sträubt sich noch. Aufgaben, ja, da warten wir noch bis Ronald. Achso, der kommt das nächstes Jahr, oder? Nee, wenn dann schon Ah, dieses stimmt. Jahr. Wenn schon, dann dieses Jahr. Wenn schon, denn Zweite schon. Noch Mannschaft. guck an. Die einigen sich immerhin mal. Jetzt muss er nur noch kommen. Jetzt muss er nur noch unseren Ding annehmen, quasi. Erstes offizielles Gespräch. Das war schon das letzte, Ronaldinho. Erste und letzte. Vergiss das nicht. Ausdauer, Beweglichkeit, Sprungkraft, Antritt. Ja, Ja.
Ich finde es nur schade, dass die Taktiken gleich geblieben sind. Das hätte schon auch ein bisschen steigern Tja, können. Huntelaar. Pech, ne? Prominentester Vertreter dürfte ja Klaas-Jan Huntelaar sein. Ja, wir hätten ihn ja. Und noch ist es ja nicht vom Tisch. Batzisch. Ja. Timoschuk. Ja, er ist aber auch zu alt. Oder? 33, 34. Yunis Mali. Ballkontrolle 80, kurzer Pass 84. Krass. Also wenn wir nicht schon so viele Offensive hätten. Ab in die Jugend, nein. Um Gottes Willen. Kommen die anderen ja gar nicht mehr zum Spielen. Aber krasse Werte. Also, Schon. Schon. nice. Gefällt. Ja, aber so richtig passt er halt gerade bei uns nicht rein. Trotzdem, also. Naja. Würden wir schon Plätzchen finden, glaube ich. Auch gerade die Übersicht ist der Hammer. Notfalls könnte man ihn als linken Mittelfeldspieler in die Reserve packen. Flanken 72, ja. Wie viel hat er denn da noch Potenzial? Also wegen Nicht-Eingespieltheit und so. Okay, das ist ja eh gratis, genau. Eingespieltheit, Potenzial rechts Mitte. Ja, Oder doch. links, je nachdem. Minus 3. Ja, dann wäre er bei 66, wäre fast wie jetzt im Offensiven. Erfahrung kann auch noch das Jahr sammeln bei Mainz. Aber da kannst du ja ruhig mal auf links, ist es da gleich, weil da ist ja sein Ding schlecht. Ja, ach so, ja. Ja, das ist gleich. Weil links wäre ja schon tendenziell die Wahl dann für ihn, weil rechts haben wir ja jetzt Gnabry. Ja, gefällt mir an sich ganz gut. Könnte man theoretisch auch mal anfragen. Ist es auch von der Moral her, da kann er sich auch nur noch verbessern, sage ich mal. Selbstvertrauen ist auch auf okay. Das heißt, da geht auch noch mehr. Ja. Auch wenn er wahrscheinlich da keinen Plus mehr kriegt dafür. Ich glaube, durch Selbstvertrauen ist da ein Plus teilweise dabei bei 100. Bin mir nicht ganz sicher. Mit gleich noch Plus, ja, das könnte gut sein. Okay. Ja, stellen wir mal eine Anfrage für das Saisonende. Ist auch U21 Nationalspieler. Habe ich gerade gelesen. Yunus Mali. Zwar noch kein Spiel gemacht, aber das ist ja nicht schlimm. Der Ge Torwart Ioannis Gelios. steht auch vor einer unsicheren Zukunft. Ja, wird er wahrscheinlich auch weiter. Aykut Özil. 50, 60. Ja, gut, das Talent haut mich nicht vom Hocker. Dortmund hat mich erstmal gecatcht. Aber Die werden auch ihre Gründe haben, warum sie ihn loswerden haben möchten. Schmidt? Ablösefrei. Nicht, dass wir einen Rechtsmittelfeldspieler bräuchten, aber. Schmidt, ein Österreicher in unseren Reihen, wird auch gut zur Nationalmannschaft passen. Gute Werte. Gehaltmäßig, wenn es so bleibt, auch nicht schlecht. Ja. Also ein bisschen teurer wird er bestimmt, aber weil Erzrivale und so, aber Jetzt die Frage, ob wir den wirklich brauchen. deshalb sage ich ja, ich meine, wir haben Harnik, wir haben Lukas. Okazaki, der beide Seiten spielen könnte. Dann haben wir ein Ding ja auch gekauft gehabt Daher. noch. Daher, genau. Eigentlich sind wir rechts und links echt gut besetzt. Dann, ja, lassen wir mal oben. Vielleicht hat er weiterhin eine unsichere Zukunft. Wird auf die Transferliste gesetzt, was auch immer. Gut, wäre egal. Das Sarrazin. Mit kurzem Haar. Rechts Mitte. Da haben wir Ja. ja so, ne? Gut, dass wir da unterbesetzt sind, weil ja.
Sonst hätte man keinen Platz für ihn gefunden. Nee, ich glaube, wir müssen. Guck mal weiter. 78, nett. Mickel. Arvid Lauter Torhüter. Schwab von Bayern 04. Innenverteidiger. Verletzt ein Tag, ja. So, bleibt auch überschaubar. Marktwert gefällt mir. Für ablösefrei tendenziell. Ist halt schon in Anführungsstrichen 24. Ist die Frage, wie weit er uns noch bringen kann, weil die Werte jetzt ja sind gut. Ja, aber Keine jetzt, Frage, wir aber haben schon zwei jetzt gute ja, und vor allem, wir haben hinten. jetzt ja erst Innenverteidiger gekauft, die Ja. jünger sind. Das stimmt. Dann eher nicht. Also, wir dürfen uns von dem ablösefrei, glaube ich, auch nicht blenden lassen. So, ah ja, alle mitnehmen. Die kosten auch Die alle Schnäppchen, Gehalt. die packen wir alle wieder ein. Ja, die kosten halt leider auch alle Gehalt. Zum Mitnehmen, bitte. Bitte, können Sie mir den einpacken? Uso geil. Nee, ich nehme den auch in Alufolie, ist schon okay. Ist er länger frisch. Van den Berg. Bersch. Wo kommt der her von dem Berg? Ja, ist klar. Alle von Oder vom Freiburg. Rosenthal. Ja, vom Rosenthal. Alle von Freiburg vor unsicherer Zukunft. Okay. Ja. Okay. Na gut, die sind da schon ein bisschen zu alt für uns. Wobei die Frisur würde gut zu der von Ronaldinho passen, aber Ja, die gut. würde auch gut zu unserer passen. Stimmt. Er möchte, verdammt, das habe ich nicht gelesen. Irgendwas. Amateurmannschaft. Irgendwas, Amateurmannschaft. Das mag er gar nicht, aber Und das große ist. Zukunft, ja. Wie jeder von uns. Ja. Und denk ja nicht, dass du offensives Mittelfeld spielst. Torbremer, tut sich da was? Nö, dann nicht. Dann halt nicht. Option für Spieler war das okay. Dann machen wir noch unser übliches Spielchen rein. Jährliche Erhöhung ist immer süß bei dem Gehalt. Außerdem reißt auch, wenn ich es richtig sehe, gar nichts raus. Ja, ganz wenig. Ja, so einen kleinen Hopper. Abstieg, ja gut, das war wieder die Sache. Okay. Aber wir sind ja noch bei akzeptabel. Also ich denke, wir müssen trotzdem gehaltmäßig noch einiges runter, damit das sich überhaupt mit unserer Reserve verträgt. Aber sonst schaffen wir uns da auch wieder neue Probleme. Erscheint mir zu niedrig. Ja gut, das bewertet unser Assistent. Wie weit wollen wir runter auf 6? Ja, probieren. Sollen wir es so mal Oder probieren, weniger? auch wenn. Nee, ich glaube, 600 müsste schon gehen, oder? Weil sonst müssen wir immer 1,3 Millionen bezahlen. Schon viel. Mein guter Marktwert ist runter. Also da wären wir unter dem Marktwert, was wir bezahlen müssten, theoretisch, aber ja. Sollen wir es mal so probieren? Vielleicht noch einen runter, auch wenn es im Gelben ist. Wo? Bei Grundgehalt? Ja. Dann gehen wir da noch ein bisschen hoch. Nö, 6,59. lass es einfach mal. Probieren wir mal. Wenn er nicht kommt oder wir nochmal verhandeln, müssen wir halt nochmal hoch. Aber Okay. Wir haben ich dann würde es. Zocker. Der mag. Kleiner Sparfuchs. Humpela! Ja. Nein, 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 nein. Das ist so, den hätte man kein Angebot stellen sollen, oder? Ja, wenn er kommt, kommt er. Wenn nicht, Seither gibt da bitte. keine Ruhe. Er scheint vermutlich noch auf das Gespräch mit Indy zu warten. Sie muss beim Marathon in Dubai nach 10 Kilometern aufgeben. Ja, wir sind eher der Golfspieler. Ja, da ist die Kondition nicht ganz so wichtig. Also man muss schon laufen von A nach B, habe ich mir sagen lassen, aber. Fanbeliebtheit steigt. Indie besonders langsam. Auch wieder mal.
freut sich über die keineswegs, ja, drei Moralpunkte. Nehmen wir gerne mit. Drei Morata-Punkte. Herzlich willkommen. Das ist bei mir keine Zukunft, wie immer. Die Und übliche jetzt an die Begrüßung. Arbeit. In den Keller. Ja, wie der Chef bei Mad News. Schön, dass du da bist. Und jetzt an die Arbeit. Hast du, Gut. Galeano, erstes Gespräch, hast du eigentlich schon Deutsch gelernt? Los, Prüfung. Ja, ich kenne schon ein paar Worte. Gut, wir haben einen Test vorbereitet. Professor Dr. Vavikasri, den können wir jetzt doch sagen, Kopfballpräzision. Wieso ist der eigentlich verstimmt? Extreme Sonderschichten, ja, weil jeder verstiebt ist. Ich meine, dass man mal einen Ton nicht trifft, aber verstimmt. Ja. La! So, das war verstimmt. Bestimmt. Bestimmt verstimmt, ja, genau. Sicherheitsalbär. So, wir gehen. Multikulti. Ja, Mindestens 10 wunderbar. Länder. Schön, Ja, schön. du Huntela, du. Ronaldinho unter Oh. Vertrag. Nummer 13. Oh, was haben wir denn als Alternative? 98 Die 66 kriegt er von uns. Die 66. Einmal 66 auf den Rücken. Ja, er braucht ja eine spezielle Nummer, denke ich mal, oder? Stadion? Nee, oder? PK Ja, ich würde 76 auch ist eher. Pressekonferenz, ja. Mali wechselt auch. Schön. Schön. Hat sogar noch einen Spielstärkepunkt bekommen. Zum 1.7. Gentner Ansporn durch Ronaldinho. Ja gut, Gentner. Was wollt man den Ja. verlängern? Haben wir Ja, mit dem haben wir nicht schon? verlängert, ja. Ja. Wollen wir dem auch Aber etwas passt. sagen? Du hast gut trainiert, du hast dich sehr verbessert, das ist immer so eine Sache. Ich Kümmere dich würde um Milos einfach Dejanek, ja. gut trainiert, würde ich sagen, oder? Oder Wenn Ziele überhaupt. runterschrauben. Aber Begrüßen wir das ist erstmal wieder. Ronaldinho, würde Das ich ist sagen, wieder so oder? eine Sache. Oder hast du ihn schon begrüßt? Ronaldinho? Oder Nee, Ronald? nee. Nee, nee. Nö, Wofür denn? Wofür? Du hältst dich gut für dein nö. Oh, das ist böse. Alter. Morgen, du hältst dich gut für dein Alter. Standardgemäß schließt in 2 Wochen, noch nicht ausgeschöpft. Na, guck an, noch nicht ausgeschöpft. Genau, Fällt. deswegen haben wir minus 172, weil es noch nicht ausgeschöpft ist. Ja, Da wen fällt. haben wir da als Buchhalter? Da fällt mir ein, wir müssen noch Trainingsziele festlegen für unsere Neuzugänge. Der ist auch noch nicht ausgeschöpft, unser Buchhalter, glaube Sollen wir dem noch irgendwas schöpfen? ich. Oder eher schröpfen? Schröpfen, ja. Ronaldinho ist verletzt. 2 Wochen habe Das ich fängt ja gelesen. gut an. Ja, gut. Aufgaben packe ich noch schnell rein. Und ich würde sagen, die Dinge können wir ja, diese Trainingsziele machen wir wieder offscreen. Ja, und in der nächsten Folge dann geht's weiter, oder? Mit dem Ligaspiel wieder, ja. Nach der Winterpause. Guck an, Freistoß schießt schon Ronaldinho. Ja, zu Recht, glaube ich, weil ich habe dir ja gesagt, im 3D fand ich die echt super von ihm, die ich bisher gesehen habe. Aber das kann sie natürlich. Was hinter Molinaro? Ja gut, der darf eh nie spielen. Gut. Captain ist auch an zweiter Stelle. Teamdynamik, das könnte ja gut sein für die Teamdynamik, dass er gekommen ist. Oder Krass. es ist jede Menge anderer Scheiß dazugekommen. Feinde haben wir jetzt sogar schon. Ja, das ist der Indie. Können wir mit dem schon reden? Ja. Vertragt euch wieder. Das Probieren werden wir wir es ihm mal mal. indizieren. Ja. Kein Interesse an meinem Halt Gespräch, halt in das der ist Mitte, dass schlecht. das Tischtuch zerschnitten sei. Aha. Indy reagiert sauer. Nur eins. Besorgt. Was Süßes nachtrinken.
Sauer. Ja gut, bei so einem Heißsporn mit Temperament. Wahrscheinlich hat er die Tür aufgemacht und er hat ihn einfach komisch angeguckt und er, was soll der Scheiß? Temperament. Ja. Der eine kann es zügeln, der andere heißt Galeano. Ach, Massa. Wann geht denn der endlich? Ist er noch auf der auf dem Gehalts, also auf der Transferliste, ja. Ach so, das war wieder der, der. Ja, mal bedenkt. Stimmt. Jetzt stimmt er dem wieder nicht zu. Na, gut. Lass mal so. Schade. Den will wirklich keiner, nicht mal für 80.000. Du hast keine Zukunft. Auf Wiedersehen. Ja, beide Ja. Seiten wissen das. Ja, dann such dir endlich einen Verein, du. Wir können dir keinen mehr suchen. Wir haben schon. Wir haben schon. Chris Wood, er ist doch bis 2015 gebunden. Da haben wir ja überlegt, sollen wir dem jetzt schon eine Vertragsverlängerung schicken oder. Ich würde mal noch abwarten, weil so viele Stürmer, wie wir jetzt schon wieder gesehen haben, die mindestens genauso gut sind wie Wood. Mindestens genauso gut? Ja. Also von den Werten her. Das ist Ja. jetzt immer. Ich würde mal noch warten. Abbrechen. Reden wir mal mit ihm. Sagen wir, er hat gut trainiert. Er hat keine Zukunft bei uns. Wobei wir reden immer mit demselben Spieler. Oft mit demselben. Also ich. Stimmt, mit Wut haben wir vorher schon Ja. gequatscht. Oh, Ronaldinho, ja, der verhaut das gerade ein bisschen. War ja richtig gut, dass wir den geholt haben. Oh. Schön, dass ich mich überzeugt habe, mein Sohn. Dass du mich überzeugt hast, mein Sohn. Papi, Papi, kann ich den haben? Ja. Ja, und nachher liegt er nur in der Ecke und spielt, du spielst nicht mit ihm. Oh. Breyer? Ja, das ist der, der irgendwie zwischendurch ganz wild rüberkam. Oder der Haben wir dann den wahrscheinlich nicht wieder aus. verschoben? Der war, glaube ich, ausgeliehen bis zur Winterpause und seitdem ist er wieder da. Warte, dann müssen wir den gleich verschieben, oder? Ja. Pascal Breyer. Der ist eh irgendwo auf Urlaub, na dann. Was macht er denn überhaupt? Ich bin echt. Naja. Kann man den irgendwo. Den können wir auch auf die Transferliste setzen, eigentlich. Können wir Oder? theoretisch auch. Warte mal, ich meine, Stürmer haben wir ja genug und der ist nicht so der Hammer. Um es mal so zu sagen. Kostet uns auch nichts, aber kann auch nichts. Mit 20 könnte man schon ein bisschen besser spielen können. Sag ich mal. Wobei 54 jetzt gar kein so mieser Wert ist für unsere Reserve. Muss man ja auch wieder sagen. Da haben wir wesentlich schlechtere. Naja, da haben wir Bonsier und Duxch. Und Ja, Benjamina und die die wir anderen. aber, ja, wobei zwischen Benjamina und Breyer ist, glaube ich, der Unterschied auch gar nicht so groß. Ja, ich meine schon. So, den verschieben wir mal dauerhaft. Weg mit dem. Audel. Wart Benjamina. Ja, doch ein bisschen Unterschied. Ja gut, der hat jetzt auch nie gespielt, wahrscheinlich der Typ, wo auch immer er hinverliehen war. Null Einsätze. Unglücklich. Das ist auf 56 ansonsten. Na ja gut, jetzt weil er in die zweite verschoben worden ist. Setzen wir mal zum Verkauf und. Wenn ihn keiner will, dann müssen wir uns eh was überlegen. Oder wieder zur Leihe? Ich weiß nicht, ob Laie wirklich viel ausmacht. Verkauf. Schön, dass du wieder da bist und tschüss. Geh doch nach Hause, Und ja. unserem neuen können wir auch wiederum. Jetzt ist der schon wieder weg, der Gnabry. Daher.
Doch ist her. Ich will jetzt reinstellen, dass Odell nicht mehr aufgestellt werden darf oder was? Genau, das wär's. Spieler sind froh über Neuverpflichtung von Ronaldinho. Naja, wenigstens hier, wenn schon nicht in der Teamdynamik. Echt strange. Ronaldinho wechselt für 2 Jahre zum VfB Stuttgart. Damit werden sich beide Seiten innerhalb einer Woche einig. Club Atletico Mineiro wird für den Spieler eine Ablösesumme von 3 Millionen erhalten. Ja, 1,76 groß. Ja, also Vier ich. Tore vorbereitet, vier selbst schießen, also 11 vorbereitet. Klingt schon mal gut. Runter da, täglich grüßt das Murmeltier. Der kommt eh nicht mehr vorm Bundesliga-Start, glaube ich. Naja, Na, guck man an, kann. jetzt haben sie sich aber endlich mal geeinigt, oder? Steht zumindest da. Und dann kommt wieder mein Angebot abgeben. Ja, die wollen ihn halt gleich haben, wahrscheinlich. Das ist der Unterschied. Weil wir würden ihn ja eh ablösefrei kriegen. Der Huntelaar. Morgen beginnt die Rückrunde. Ja? 5:2 hat er das Hinspiel, genau, stimmt, angefangen. Ja, er wechselt zum AFC Arsenal. Dann soll er das machen. Sofort, ja, das ist gar nicht schlecht für uns. Tschüss. Dann hat Schalke schon mal einen guten Stürmer weniger. Ja. Haben wir Und gut gemacht, weniger, oder? ja, und weniger Geld bekommen, als er wert gewesen Warte, wäre. das können wir beim Torschützen-Dings auch machen, bei Chatli. Ja. Aber dessen Vertrag läuft, glaub, nicht aus. Nee. Das war, glaub, hier der Knackpunkt. Leider ja. In 99 Tagen ist unser Jugendcamp fertig. Super. Ja. Das sieht so ungewohnt aus. XTQM-Hose. Das ist er nicht. Gebt ihn zurück. Ich werde doch wissen, wie unser Sohn aussieht. Das ist unsere Frau. Ja. Hochzeit kommt nicht in Frage, du. Alter Lederlappen. Jetzt heiratet er uns schon endlich. Na gut, mit diesen Worten würde ich sagen, lassen wir es mal gut sein für die Folge. Sehe ich auch so, ja. Legionär. Gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.